Geht es weiter, 18. Teil des Let's Plays. Ein schöner Morgen ist jetzt. Das freut mich. Vielleicht auch fertig. Jetzt kann ich hier eine Truhe packen. Was können wir jetzt noch machen? Also in der Pyramide müssen wir vielleicht mal was machen, oder? Ein bisschen Sand farmen, Sandstein farmen. Erlauben, was in der Pyramide ist, der Sandstein hier. Sandstein, 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 Sandstein. Dann werde ich nämlich die Pyramide auch von innen ein bisschen modernisieren. Samen habe ich keine. Da würde ich die Pyramide auch mal was innen bauen. Die Pyramide auf den Eingang reinmachen. Zwei ungebrauchte Spitzhacken. Das heißt, es ist eine Schwierigkeit. Einfach. Und erstmal auf die Weg stellen. Weil ich will nämlich einfach erstmal immer friedlich spielen. Diesen Geheimgang, den werde ich rausnehmen. Jetzt werde ich keine Geheimgänge. So, jetzt haben wir diese letzten Holzstöcke da oben gemacht. Die waren halt bisher die ganze Zeit noch. Und ich werde den Boden jetzt auch mal neu ersetzen. Auf Sandstein würde ich den bauen, den Boden. Da habe ich eine Schaufel dabei, leider nicht, da muss man kurz mal eine herstellen, eine Schaufel. Fortgeschrittenes Handwerk. Ah, jetzt habe ich eine Spitzhacke gemacht. Ich habe eine Spitzhacke gemacht, das war der Fehler. Ich wollte hier eine Schaufel machen, keine Spitzhacke. Boden hier komplett rausreißen. Und das wir dann auf Sandstein machen. Dunkel. Geht das nicht daran? Ich weiß es nicht. Aber ich die Helligkeit auf ganz hell gestellt und nicht mehr sehen kann. Wenn ich jetzt das Display aufnehme. Oh.
ja bald weg. Ich würde sagen, ab Tag 50 werde ich dann einfach spielen. Aber mit Tieren hier rauszugreifen. Boah, so wenig hat mir bereits in eine Schaufel. Ich will die Werkbank da wieder hinsetzen. Weil ich brauche nämlich eine Werkbank, um Schaufeln herzustellen. Weiter im Graben. Und so viel Erde da drin im Inventar. Das war jetzt daneben. Unterbrechen hier. Weitergehen. Ganz viele. Arbeiten. Da würde ich mich nochmal aus Erde nicht vorangebauen. So, ich baue uns mal aus Erde und aus Stein noch eine Pyramide, die auch von innen komplett darauf bestehen soll. Ich mache jetzt hier auch die Erde weg hier und wieder einen Sandstein machen. Eine Schaufel machen. Als Plan. Jetzt muss ich wieder Schaufeln machen. Weil Schaufeln sind nicht steckbar. Da werde ich aber noch die Karten machen. Erstmal einen schönen Eingang machen. Wenn ich erstmal, wenn ich die Schaufel aufgebaut habe, würde ich erstmal einen Eingang machen. In die Pyramide. Oh, schon viel Erde, was ich da gesammelt habe. Dann wieder frei. Oh, schon wieder eine Schaufel. Okay. Lass mich das mal. Mal neben Eingang. Heiliger Eingang hier. So, und Eingang in die Pyramide. Auch weg.
Aufladestart machen. Mit erstmal Feuer und eine Fackel dabei, leider jetzt keine, ja? Und jetzt wird erstmal weitermachen. Weil ich muss ja auch eine Bahn, eine kleine Bahn haben und ihn drunter bauen. Wo ich von der Pyramide her. Ah. Aber ich nenne das Schaufelpack drauf hier. Das ist ja auch viel Erde. Aber auf Erde muss ich dann auch. Muss ich dann drei Pyramiden haben. Oder, also das Material nicht ganz viel hart, möchte ich dann je nach Menge, die ich hier kriege, wieder zu groß die Pyramide bauen. Also die, wenn ich viel Minen gehe, dann würde ich dafür eine große Steinpyramide bauen. Ist ja nicht ganz so groß wie hier. Aber dann scheint es nämlich zu mühsam zu kriegen. Da brauchen wir schon Sand bekommen. Ich habe noch eine Schaufel. Boah. Oh, ein ganz hoher Schaufelser brauchen wir. Einfach hier einfach nach unten zu graben und wir sind bestimmt 1000 Blöcke hier mit dieser Fläche. Ein bisschen länger als das funktionieren wird. Aber ich kann ja Fackeln kraften. Dann kann ich ja die Pyramide schon mal Fackeln zum Aufnahme platzieren und danach den Tag beenden. Und innenher werde ich das noch nicht machen, weil ich ja noch ein paar Stockwerke anbauen würde. Ich würde noch ein paar Stockwerke innen machen, aber außen her kann ich das ja schon platzieren. Was ist hier diesen Eingang hier? Da gucken wir uns die Mitte der Pyramide. Da, die Mitte. Wo man ganz gut sehen kann. Der Eingang liegt ja nicht genau auf der Mitte. Aber ich muss ja wahrscheinlich auch weiter das Holz abfahren. Aber so sieht die Pyramide aus und damit werde ich erstmal den Part beenden.